Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Smalltown Terrors 2, Pick im Zug. Ja, wir sind jetzt hier stehen geblieben am Handy von unserem Bruder. Der wurde ja in der letzten Folge von diesem Tintenfischmonster in die Tiefe gezogen. Ich glaube nicht, dass das Wesen ihn umgebracht hat. Aber ich versuche jetzt mal was. Muss mal kurz zurückschauen, weil ich habe die Vermutung, was der eigentliche Code ist. Ja, Mi Vera. Das könnte ich mir vorstellen. Dass das hier der Code ist, dass das keine Zeilenkombination ist, sondern mehr sowas wie ja, ein Name. Oder nur Vera? V-E-R-A. Da wusste ich's doch. Da haben wir wieder ein Rathausschlüssel. Und noch eine Ratsche. So, jetzt wieder die Karte. Müssen wir zum Spielplatz und zum Rathaus. Hier erstmal zum Spielplatz. Vielleicht kann ich jetzt mit der Ratsche das hier wegmachen. Hier, da haben wir jetzt ein Brett. So, ich gehe wieder mit Karte auf die Schnellreise. Gehen wir hier rein. Hallo! Welcome to the Pilgrim's Hook Town Hall. Can I offer you a pamphlet? There is a beast in the back room. He won't let me leave. It's only a matter of time before he comes for me. He's hungry. There you go. Have a look around. I'm happy to have visitors. Please, go find something to feed this beast. There's nothing here that will satisfy him. Be sure not to miss our whaling exhibit. Oh, it's positively delightful. Okay. Das ist nur ein Eichhörnchen, Madame. Das muss diese Bässe sein, vor die sich führt. Ich sollte sie mir zeigen und das Tierchen füttern. Ja, okay, erstmal schauen, ob hier irgendwie wieder ein Wesen ist. Ja, hier haben wir Big Daddy wieder. Vom Bioshock. Komm schon, hier muss es doch irgendwie wieder ein Wesen sein, ein Chamäleon-Objekt. Da. So, dann schauen wir uns mal sonst mal hier ein bisschen um. Die Münze könnte sich als nützlich erweisen. Wie bekomme ich sie heraus? Den Glaskasten heraus. Ja, keine Ahnung, kaputt hauen. Okay, ja, darf ich wieder verlassen? Dankeschön. Was haben wir denn hier sonst noch? Cedric Archer kam 1642 in Pilgrim's Hook an. Davor kannten die Kartografen die Insel nicht. Auf dieser Karte von Nantucket aus dem 17. Jahrhundert ansieht, gibt es keine Spur von Pilgrim's Hook. Es muss einen anderen Weg gehen. Ja. Dann lass den Dreckshammer los, dann können wir auch nach was anderem gucken. So, was wo leuchtet noch auf? Hier bei Werft leuchtet wieder was auf. Hier ist nichts. Hätte ja sein können, dass wir das zweimal nutzen durften. Hier ist nichts. Jetzt komm, aber mach mal einen Punkt, ja? Goldbahn. Okay, mit was soll ich jetzt mit den Goldbahnen anfangen?
Vielleicht irgendwas als Gewicht nutzen? Ah, dafür kann ich das Brett jetzt hier nutzen. So, was kann ich denn hier noch Schönes finden? An so ein Tierchen oder sowas? Da, schau mal. Alter Käfer, mit dem man nichts anfangen kann. In diesen Ballons befindet sich etwas. Oh, manchmal habe ich echt Kopfschmerzen bei solchen Spielen. Wisst ihr warum? Wir hatten jetzt einen Brieföffner, der war spitz. Wenn sie den behalten hätten, hätte sie jetzt da die Luftballons aufstechen können. Zum fischigen Bauern. Kneipe seit 1806. Geschlossen, Brunnen ist ausgetrocknet. What's the secret password? Kidding, there's no secret password. Just not letting you in. Can't trust anyone but my good friend here, Mr. Bottle. Wait, what? It's empty? What good is a pub that's completely out of alcohol? You still here? Tell you what, you find my whiskey and I'll let you into my little sanctuary. Pretty sure my old lady hid it somewhere nearby. Oh wow. Ich muss hier eine Münze einwerfen. Ja, die haben wir leider nicht. So, was ist hier? Um das Schloss zu öffnen. Und das Schloss hat eine L-förmige Form. Ich kann nicht mehr sprechen. Der Gullydeckel kann ich mit bloßen Händen, mit bloßen Fingern anheben. Ja, wir haben auch nichts dafür. Dann mal Politur. Ja, kann ich eine Laterne zusammensetzen. Ja, haben wir leider nichts dafür. So. Was sagt die Karte? Wo leuchtet's? Beim Rathaus nur. Okay. Vielleicht mit den Magneten? Reifen? Politur? Gold? Hammer? Ja, das Ventilrad fehlt. Da bist. Was kann ich hier tun? Okay, bringt erstmal gar nichts. Dann gehen wir nochmal hier rein. Sonst ist hier gerade gar nichts. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Her damit, hey. Entschuldigung, dass ich gerade so hysterisch geworden bin. Oh, you did it, and not a moment too soon. I can sense he was about to attack. Thank you. What? Don't look at me like that. The devil comes in many forms. This form just happened to be cute and cuddly. Fine. Think I'm crazy if you like. You're not the first. But I'm getting out of here before he finishes those peanuts. And I recommend you do the same. Paronite alte Schachtel. Entschuldigung. So, wo ist denn hier das nächste Wesen? Da. Und lass mir raten, dir fehlt eine Laterne, oder? Der Griff der Steuerrad sind nicht richtig angeordnet. Kann ich auch leider mit gerade nicht dienen. Ich habe nichts zum Saubermachen, oder? Politur?
Also das war jetzt nur ein Scherz, aber gut. Aber zum Polieren habe ich halt nichts. Ich kann nicht mit dem Gold schmieren, mit dem Hammer nicht, mit dem. Mit dem hier nicht, mit dem hier nicht, mit dem hier nicht. Also brauche ich sowas wie einen Lappen. Mit dem richtigen schweren Objekt könnte ich das Schloss bestimmt zerschlagen. So, das haben wir schon mal auf. Da fehlt noch ein Griff, den wissen wir ja, wo der ist. Der ist bei den Bienen. Und hallo, Wimmelbild. Dass ja der Galionsfigur jetzt nicht das Oberteil verrutscht, ja? Sonst muss ich das ab 18 stellen, das Wimmelbild. So, Armreif, Telefon, Propeller, Smaragd, Affe, Schutzbrille, Tischlampe, Schlange, Kästchen, Schmetterling, Lorbeerkranz und Engel. Ja, den Affen nehmen wir gleich mal mit, den will ich überhaupt nicht mehr sehen. Maus? Miau. Her damit. Möp, möp. Man darf doch wohl ein bisschen rumscherzen. Wo ist denn der Schmetterling? Oder Tischlampe oder... Marak ist grün für gewöhnlich. Jo. Schmetterling, wo könnte der sein? Da. Muss ich ja noch holen. Gullihaken. Ja. Oder auch nicht? Hä? Da vielleicht? Wo war jetzt ein Gulli wieder, wo ich nicht nehmen konnte? Ah, genau hier. What? Erstmal Hilfe. Anleitung. Ziel des Minispiels ist es, dass der Pfeil der Hauptanzeige im grünen Bereich ist, also 6 PSI. Wenn du ein Ventilrad betätigst, ändert sich das PSI, die PSI-Anzahl, die zu der Summe addiert wird. Dies wird auf der entsprechenden Anzeige dargestellt. Wenn du ein Ventil betätigst, ändert sich die PSI-Anzahl, die von der Summe subtrahiert wird. Dies wird auf die entsprechenden Anzeige dargestellt. Also sprich, ein mathematisches Rätsel. Und das ist die Hauptding. Also ich muss schauen. Also 8 gibt es ja minus 2. Okay, das wird dazu gezählt. Okay, das finde ich merkwürdig.
a man's little stash. He was so promising, that one. But he got too curious. Luckily, he had a fondness for drink. Some people are easier to control than others. I'm still looking for your weakness, Vera. Once I find it, the real fun can begin. Arthur ist in diesem Ding vielleicht erlegen, aber das wird mir nicht passieren. Mhm. Wenn du da so sicher bist. Spend too much time in this. And just like that, you and I are friends. Come on in. Okay, erstmal schaue ich mich hier um. Kein Tier bis jetzt. Die Bälle sind keine Tiere anscheinend. Alles muss brennen. Sonst ist hier nichts. Irgendwas soll ich hier mit Kreide machen, aber ich weiß jetzt nicht was. Aber gut, meine Freunde, ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und nächsten Folge werden 12 Käsestücke gesucht. Ihr wisst Bescheid.